Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal wieder so eine Planungshilfe vorstellen, wenn ihr eure Hochzeit selber planen möchtet, wenn ihr keinen Hochzeitsplaner zur Seite nehmt. Und zwar ist das das 100-Hochzeit-Checklistenbuch, das ultimative Buch für die stressfreie Hochzeitsplanung von den Experten von Hochzeitsportal 24. Ich verlinke euch die Seite und auch das Buch natürlich unten in der Infobox. Und dieses Buch, das leitet euch quasi so Schritt für Schritt durch die komplette Hochzeitsplanung. Ihr habt hier wirklich umfangreiche Checklisten, ihr habt Tipps hier drin, ihr habt Ideen drin. Auch wenn man nur ein kleines Budget hat zum Beispiel, gibt es da so ein paar Tipps, wo man vielleicht was einsparen kann, was ja immer ganz nett ist. Ihr habt Monatschecklisten, aber ihr habt dann auch detailliertere, ausführlichere Checklisten für einzelne Elemente. Und es geht wirklich mit der Verlobungsfeier los und endet dann bei den Dankeskarten. Wenn ihr dieses Buch zur Hand nehmt, könnt ihr wirklich eigentlich fast nichts vergessen. Und gerade so Stolperfallen, die sich während der Hochzeitsplanung ergeben, werden damit umschifft, wenn ihr euch wirklich dran haltet. Weil das Problem bei der Hochzeitsplanung ist natürlich, ihr macht das zum ersten Mal. Es ist auch wirklich sehr, 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 sehr viel. Die meisten kennen sich jetzt in der Eventplanung auch nicht so gut aus, weil man es ja nicht alltäglich macht. Und da ist so ein Buch schon wirklich Gold wert. Das Buch sollte euch so ein bisschen als Basis dienen. Weiterführend könnt ihr dann natürlich im Internet gucken, in Zeitschriften, in anderen Büchern, auf Hochzeitsmessen könnt ihr euch inspirieren lassen oder ihr sprecht einfach mit Freunden, die schon mal geheiratet haben. Das Buch ist wirklich ein Arbeitsbuch, also ihr solltet hier wirklich auch reinschreiben, reinkritzeln. Einige der Listen stehen euch auch zum Download zur Verfügung, wenn ihr ein bisschen was auf dem PC machen wollt, aber arbeitet wirklich mit dem Buch. Ihr habt hier sehr, sehr viele Checklisten drin, ihr werdet nicht alle brauchen. Streicht die dann einfach raus oder passt das so ein bisschen auf eure individuelle Hochzeit einfach an. Was mir halt richtig gut gefallen hat, war der Budgetplaner mit, weil da auch so Richtwerte, Preisspannen drin sind. Da kann man dann selber, wenn man so für sich überschlägt, ja, was kostet denn so eine Hochzeit eigentlich? Dann schaut man hier mal in den Budgetplaner, schaut, welche Posten für einen interessant sind und überschlägt es einfach mal ganz grob. Ist wirklich richtig gut und es ist auch nicht so ein 0815-Ding, weil es wird euch hier dazu geraten, einen Preispuffer einzubauen, was die meisten Budgetplaner vergessen. Und die Location-Checkliste, die finde ich auch richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen vermisst habe, war noch so eine Checkliste, wenn ihr jetzt irgendeinen Entertainer habt, wenn ihr einen Moderator habt, wenn ihr Feuerwerk kommen lassen wollt, also jemand, der ein kleines Feuerwerk für euch macht. Da hat mir so eine Checkliste ein bisschen gefehlt. Ansonsten ist es wirklich ein richtig tolles Komplettpaket. Zusätzlich zu dem Buch gibt es auch noch eine App und zwar heißt die Hochzeitsplaner Plus. So sieht das Ganze in etwa aus. Die ist personalisierbar, also ihr könnt hier euren Namen eintragen, euer Hochzeitsdatum, eure Postleitzahl eingeben und dadurch natürlich Dienstleister bei euch in der Nähe über die App suchen, was ich richtig gut finde. Da ist es halt so, dass das eher für Großstädte dann geeignet ist, wie ich, die jetzt eher so ein bisschen dörflich wohnen. Ich werde jetzt oder ich habe dann Dienstleister in der nächst größeren Stadt gefunden, was auch okay ist. Also so umfassend kann es fast gar nicht sein. Aber ich finde es richtig gut. Ihr könnt das zusätzlich zu dem Buch verwenden, wenn ihr die kostenfreie Version der App benutzt. Dann, ja, dann reicht es auch. Ihr könnt natürlich auch die Premium-Version der App benutzen, die ersetzt dann quasi so ein bisschen das Buch für euch. Also wenn ihr nicht so gern mit so einem Buch arbeitet, sondern lieber alles auf dem Telefon habt, dann ja, würde ich euch raten, die paar Euro zu investieren und dann die Premium-Version der App zu nutzen, weil da habt ihr noch mal alles drin, was auch im Buch steht. Was euch die App über die, also wir gehen jetzt mal von der Premium-Version aus, was euch die App über die Checklisten hinaus bietet, das sind Bildergalerien. Zur Inspiration natürlich einfach und damit spart ihr euch die wirklich zeitraubende Suche auf zum Beispiel Pinterest oder solchen Sachen oder die Google-Bildersuche. Das habt ihr dann wirklich alles schon auch in der App mit dabei. Dann diese Dienstleistersuche in der Nähe finde ich richtig, richtig gut. Ihr solltet aber, wie gesagt, beachten, dass da natürlich vorrangig Dienstleister aus Großstädten angezeigt werden. Wenn ihr die alle eher am Ort haben wollt, müsstet ihr dann selber auf die Suche gehen. Aber ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Und diese Premium-Version, wo ich halt denke, dass die wirklich auch das Buch ersetzen könnte, da ist dann halt wirklich alles drin. Da ist der Budgetplaner mit drin,
die Feiern vor der Hochzeit, also jetzt Polterabend, Verlobungsfeier, die Gästeplanung, Wedding Planner, was ich da beachten muss, wenn ich einen möchte, die Eheringe, die Drucksachen, die Kleidung, das Make-up, die Frisur, die Trauringe, die Location. Also da ist wirklich alles, alles dabei. Wenn ihr also eher nicht so der Typ für so ein Buch seid, also ich zum Beispiel, für mich würde absolut nur das Buch in Frage kommen, weil ich das mag einfach. Ich möchte da reinschreiben, ich möchte es bei mir haben. Wenn ihr aber nicht der Typ dafür seid, sondern eher alles mit eurem Smartphone macht, dann nehmt doch die Premium-Version der App. Da habt ihr auch wirklich alles dabei. Und ich finde, das beides eine richtig tolle Kombination. Wie gesagt, wenn ihr das Buch lieber habt, würde ich euch trotzdem zu der kostenlosen App-Version raten, einfach weil ihr die tollen Bildergalerien zur Inspiration habt, weil ihr die Dienstleistersuche habt. Und wenn ihr euch gegen das Buch entscheidet, dann schaut euch echt mal die Premium-Version der App an, weil die ist nochmal richtig, richtig, richtig toll. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch wieder gefallen, es hat euch inspiriert. Ihr findet, wie gesagt, das Buch und die Seite von Hochzeitsportal 24 unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!